Herzlich willkommen im Climate Chains Podcast der Bundjugend Niedersachsen. Heute wird es um das Thema Konsum gehen und dazu haben wir Tobi Rossrock eingeladen. Und dazu erstmal hallo Tobi und cool, dass du da bist und Bock auf einen Podcast mit uns hast. Ja, herzlich gerne, einen wunderschönen guten Tag. Danke euch für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr. Bevor wir starten, habe ich erstmal noch einen kleinen Disclaimer, weil Konsum ja durchaus auch ein sehr persönliches Thema ist und das schon auch immer mit Bedürfnissen einhergeht. Und Ziel dieses Podcasts ist es nicht, Menschen für ihr Verhalten zu judgen. Manchmal müssen wir auf einzelne Verhaltensweisen eingehen und auch generalisieren. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle Menschen so sind oder alle Menschen so denken. Es ist nur hilfreich, um darüber zu reden, manchmal Sachen zu generalisieren. Aber eigentlich möchten wir hier, glaube ich, mehr inspirieren und hinterfragen und fühl dich bitte nicht gejudged. Du bist gut, wie du bist und fühl dich lieber inspiriert bei uns. Und genau, ja. Unbedingt, danke dir dafür. Ganz wichtiges Vorwort. Genau, dann ja, wir wollen uns gleich erstmal kurz vorstellen. Ja, wir haben wahrscheinlich beide ähnliche Meinungen so ein bisschen zum Thema Konsum, was das natürlich auch spannend macht. Genau, aber vielleicht kriegen wir das trotzdem ein bisschen ausdifferenziert. Genau, ich dachte, wir stellen uns einmal so in ungefähr drei Sätzchen vor, so grob. Und vielleicht sagen wir dazu auch noch als lustigen Start, aus unserer Meinung das überflüssigste Konsumgut, was einem gerade in den Sinn kommt. Magst du starten? Ich kann gerne starten. Ich heiße Tobi, bin so als freier Dozent, Aktivist, Initiator und Autor für die soziale ökologische Transformation unterwegs und beschäftige mich schon seit rund 15 Jahren so mit dem Thema Nachhaltigkeit und vor allem auch gerne darüber hinaus so über den Tellerrand. Nicht nur so, was hat direkt mein Konsum vielleicht für Auswirkungen, sondern was ist darüber hinaus noch auch ganz spannend sich anzuschauen. Genau, das vielleicht so zu meiner Person. Und das wohl wahrscheinlich mit überflüssigste, was Mensch so haben kann. Gute Frage, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich beispielsweise sowas wie, sehr kreative, spannende Frage morgens um 8. Da bist du jetzt wahrscheinlich besser vorbereitet, weil du die Frage schon gestellt bekommen hast. Aber wahrscheinlich nicht das Überflüssigste, aber sicherlich auch eines, wo ich sagen würde, braucht das Mensch wirklich, ist so in Richtung irgendwelcher Geräte, die vollautomatisiert irgendwie versuchen, dir beispielsweise in der Küche zum 20. Mal zu helfen bei irgendwas, was alleine auch ganz wunderbar funktionieren könnte beispielsweise. Oder irgendwie so in die Richtung, dass wir eben immer mehr selbst so verlernen, was brauchen wir eigentlich zum einen eben und dann durch Werbung suggeriert bekommen, das und das braucht es irgendwie. Jetzt nicht für die Zielgruppe entspannt oder vielmehr gerade sicherlich das Zentralste, aber sicherlich auch sowas wie einen SUV beispielsweise. Wenn schon überhaupt ein Auto braucht, warum brauchst du dann so ein fettes Auto? Genau. Ja, der gute SUV. ja, danke Tobi. Ich bin Kira. Ich denke, dass ich so seit 5 Jahren so auf dem Weg bin, sehr intensiv mich mit dem Thema Minimalismus und Konsum zu beschäftigen. Ich habe da auch schon so ein paar konsumkritische Stadtführungen zum Beispiel mal vorbereitet und ja, bewege mich da auch schon so länger auf jeden Fall in dem Bereich. Bin seit 3, 4 Jahren so ein bisschen bei der Bundjugend gestrandet. Und für was mir so eingefallen ist als sehr überflüssiges Konsumgut, ich musste dafür übrigens auch Suchmaschinen benutzen, weil ich auch nicht so viel Kreativität an den Tag gelegt habe. Von daher fand ich deine Antwort schon ziemlich cool. Ich habe gesehen, dass es eine Handtasche gibt, die wurde designt aus so Diamanten oder so oder ja, keine Ahnung. Edelstein, da dachte ich schon, das ist schon echt unnötig. Also die kosten irgendwie auch 2,6 Millionen Dollar oder so. Und dann habe ich noch gesehen, dass es auch goldenes Klopapier gibt. Da dachte ich, das ist jetzt halt wirklich schon, finde ich, recht unnötig.
Und dann dachte ich, vielleicht mehr so alltagsbezogen und kam auf, also für mich mein klassisches Beispiel ist die Salatschleuder. Ich habe auch schon viel, mit vielen Menschen darüber geredet, dass sie eine Salatschleuder durchaus wichtig finden. Und kam dann noch zum Crushed Eis, aber auch da gehen die Meinungen auseinander. Ich finde halt, Eis kann man sehr leicht selber machen, aber es gibt auch Menschen, für die ist Crushed Eis zu kaufen durchaus noch eine logische Sache. Und da sind wir schon beim Thema, dass es sehr individuell ist, was man so als überflüssig wahrnimmt oder nicht wahrnimmt. Ja, was glaubst du denn, was so unsere oder meine oder jüngere Generation gerade am meisten so interessiert beim Thema Konsum? Was konsumieren sie? Wie verbringen sie ihre Freizeit? Ich glaube, am besten wäre es wahrscheinlich, die Jugendlichen selbst zu fragen, um dann ein genaues Abbild dazu bekommen und zu wissen, so ja, genau, das ist gerade, was uns bewegt. Ich glaube auch gerade natürlich durch die besondere Zeit des Corona-Lockdowns und Co. sind natürlich sicherlich einige Konsumgüter ein bisschen eingeschränkt oder Konsummöglichkeiten. So aus meiner Perspektive, was ich vor allem mal wieder beobachte, ist natürlich so ganz klassisch irgendwie jedes Jahr das neue Handy haben zu müssen, irgendwie um mithalten zu können, so beispielsweise. Das ist so, glaube ich, ein ziemliches Statussymbol insgesamt an Konsumgut, was es irgendwie angeblich notwendig macht. Das ist wahrscheinlich so eines der entscheidenden. Also jetzt nicht jedes Jahr, das ist natürlich eine Übertreibung, aber so alle paar Jährchen irgendwie sich da abzugraden, ist irgendwie angeblich ganz essentiell und wichtig, um mithalten zu können. In gewissermaßen dann auch ja, sich durchsetzen zu können und zu sagen, ich bin auch cool oder sowas. Was natürlich ein großes Problem ist. Bei uns damals war es irgendwie Markenkleidung. Also das ist auch so irgendwie ein ganz spannender Punkt. Ja. Was ist deine Einschätzung? Ja, ich habe gestern mit ein paar Aktiven gesprochen und jetzt natürlich aus der Bundjugend, wo man halt schon eher mit Menschen spricht, die sich über sowas Gedanken machen. Und da ist tatsächlich sehr viel medialer Konsum gerade aktuell, was natürlich auch an der Pandemie liegt. Ja, aber auch ja, Kleidung eigentlich tatsächlich mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gar nicht mehr so. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, war Kleidung sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob sich das gerade verschiebt. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen schon so ein bisschen eher in Richtung, ja, ich schaue mal bei so gewissen Plattformen vorbei, wo man halt Kleidung tauschen kann oder Kleidung gebraucht kaufen kann. Oder dass Secondhand-Shops natürlich auch an Beliebtheit wieder gewonnen haben, dass das jetzt schon eher so ein bisschen in Richtung, ich gucke schon, ich achte schon darauf, was es ist, so geht, aber ja, dass schon auch so medial da wenig hinterfragt wird. Also schon noch so, also Bücher kaufen und selber besitzen ist noch ein Ding, auf jeden Fall, wobei ich jetzt auch Bücher jetzt nicht so krass judgen möchte, weil ich finde die auch ganz gut. Aber auch so ja dieses Serien gucken, ne, auf Streaming-Plattformen oder ja Instagram, sowas denke ich, da verbringen Menschen gerade sehr viel Zeit, insbesondere in der Pandemie, aber auch außerhalb dessen schon. Oder viel auf YouTube, auf anderen ja, Streaming-Plattformen oder halt ja Podcasts hören, Hörbücher hören, sowas in der Richtung ist, glaube ich, gerade sehr essentiell für junge Menschen. Ja. Ja, voll. Und da kommen wir auch irgendwie schon so ein bisschen zu der Frage, ist denn das Pro wo ist das Problem? Ist das ein Problem? Ja, wie können wir damit umgehen? Was sagst du denn zu eBay Kleinanzeigen oder so Plattformen wie jetzt Vinted, vorher Kleiderkreisel? Ist das zukunftsfähig? Ist das so der Weg in nachhaltigen Konsum? Also ich glaube, die Frage ist ja auch erstmal so ein bisschen genereller zu stellen, ist nachhaltiger Konsum überhaupt möglich? Also so ein bisschen eben wenigstens mal in Frage zu stellen, ob so nach dem Motto, ich konsumiere, also bin ich und dementsprechend irgendwie an der Ladentheke entscheide, ob ich jetzt mit meinem Geld, meistens ja dann auch ein bisschen mehr vielleicht, wenn ich bio und fairer konsumiere, die Welt sofort zu einem besseren Ort mache. Und da können wir schon ein bisschen kritisch gucken und sagen, so einfach geht das vielleicht nicht. Vielleicht braucht es noch ein bisschen mehr, auch sich sozusagen gestalterisch einbringen, sich versuchen zu engagieren, so wie Menschen das eben bei der BUND-Jugend, bei der Bayern Nun, wie auch immer sozusagen machen, indem sie wirklich auch aktiv werden.
und nicht nur irgendwie eben über so eine konsumistische Daseinsform versuchen zu entscheiden, im gewissen Maße sich einzubringen. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, so mein Standardthese und Punkt, der, glaube ich, auch erstmal nicht ganz so nahe liegt, ist, dass wir in unglaublicher Fülle leben. Also Mangel nur ein kapitalistisches Konstrukt ist. Kurz und knapp einfach, wir haben genug von allem. Also Vorhandenes sinnvoll zu nutzen, wäre das Nachhaltigste, was ich tun kann. Das heißt, kurz und knapp, wir hatten Kleidung angesprochen, wenn ich mir das anschaue, mit einem eigenen Finger auf die Nase gepackt, um nochmal diesen moralischen Zeigefinger nicht in die Luft zu heben und auf andere zu zeigen, sondern immer wieder auch sich selbst damit einfach zu reflektieren, eingeladen zu werden, zu gucken, genau, nach der Suffizienzfrage, nach der Genügsamkeit, nach dem, was brauche ich eigentlich wirklich, zu schauen, okay, dieser ganze Kleiderschrank, der überfordert mich eigentlich, um ehrlich zu sein. Und deswegen zu sehen, es gibt eigentlich viel zu viel an Klamotten beispielsweise. Es muss nur anders verteilt werden und vor allem nicht immer wieder neue Nachfrage finanziellerseits geschaffen werden. Und das sind natürlich so gebraucht Pooling-Plattformen, nenne ich sie jetzt mal. Ob sie mehr oder weniger kommerziell sind, das ist einmal dahingestellt. Je unkommerzieller, desto besser, würde ich sagen. Der Punkt auf jeden Fall, ganz schön sozusagen, Gebrauchtes miteinander zu teilen. Kurz und knapp, so umsonst Läden, Kleiderschenken, Partys würden da nochmal einen weiteren Schritt gehen. Oder wie wir das beispielsweise in unserem K20-Projekthaus organisieren, wir haben einfach einen Gemeinschaftskleiderschrank. Also wir teilen im Grunde die Klamotten, die da sind. Und damit ist im Grunde mehr als genug überhaupt da, aber durchschnittlich sehr viel weniger. Wir haben ungefähr so einen Kleiderschrank vielleicht. Das würden normalerweise vielleicht Personen auch für sich selber beanspruchen. Und wir beanspruchen das mit rund 15 Leuten und dann nochmal eben Leuten, die gerade vor Ort sind und den Ort nicht so stark sich drauf beziehen, sondern einfach gerade mal für ein Seminar, eine Aktionsplanung oder wie auch immer da sind. Genau, ich glaube, das ist sozusagen nochmal so genereller, nochmal so eine Grundlage, die mir wichtig ist, deutlich zu machen. Und dann, woran ist das Problem? Kurz und knapp nur, wenn wir materiell sprechen, ganz deutlich, wenn wir jedes Jahr eben das neue Handy, alle 3 Jahre den neuen Laptop, alle 5 Jahre das neue Auto konsumieren, obwohl da auch der Trend wirklich ein bisschen zurückgeht. Klar sprechen wir meistens auch aus so einer gewissen Bubble, aber gerade so das Thema Mobilität, also es ist nicht mehr dieses Statussymbol, das eigene Auto, der eigene Führerschein. Ich treffe immer mehr Menschen, die es so machen wie ich und gar keinen Führerschein haben beispielsweise, weil sie merken, nein, in der Stadt ist es doch viel einfacher, mit dem Nahverkehr von A nach B zu kommen, günstiger auch. Obwohl ich für meinen öffentlichen Nahverkehr, der natürlich ganz kostenlos sein sollte, mich aussprechen würde, um es noch mehr Menschen zu ermöglichen. Kurz und knapp auf jeden Fall der Punkt, dass wir Ressourcen zu teilen haben. Und wenn wir alle sozusagen immer nur in so einem Habensmodus für sich selbst Dinge erstmal organisieren und dann auch konsumieren letztendlich, ist das natürlich problematisch. Wenn wir alle selber die Bohrmaschine beispielsweise im Keller liegen haben, ja, warum eigentlich? Am Ende geht es doch um das Loch in der Wand und nicht die Bohrmaschine im Keller. Die benutzen wir sowieso nur durchschnittlich 13 Minuten in unserem gesamten Leben. Das heißt, die zu teilen, wir haben hier zum Beispiel eine offene Werkstatt und lassen das ganze Dorf zugänglich sein oder Leuten, die halt hier sind, eine großartige Freude, eine wunderbare Möglichkeit, eben auch da viel weniger Ressourcenverbrauch stattfinden zu lassen. Weil wir klar haben dürfen, ökologisch kapazitär, wir nicht unendlichen Wachstum und unendlichem weiter, schneller, höher, besser nachstreben können, weil wir einfach einen begrenzten Planeten haben. Das sich deutlich zu machen, ist ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich auch, neben dem Materiellen, vielleicht auch das Psychische mal geguckt, dass uns das natürlich überfordert, dass wir in so einer rein konsumierenden Haltung auch vielleicht nicht unbedingt, wenn wir das Wort Glück in die Hand nehmen wollen, in den Mund, mal gucken so, okay, macht mich das wirklich glücklicher, wenn ich dann irgendwie nach meinem vielleicht anstrengenden Schulalltag, Uni-Alltag, wie auch immer, Ausbildungsalltag, vielleicht sogar Arbeitstag, dann am Abend schnell doch nochmal ein paar Sendungen irgendwie streame, um ja, runterzukommen, ein bisschen abzuschalten, anstatt nochmal selber so ein bisschen Herz und Hirn anzustrengen und ein bisschen so zu gucken, was ist da eigentlich wirklich, was in mir schlummert, was möchte da raus? So, vielleicht kurz und knapp als ein paar Statements. Ja, kann ich total irgendwie, also ich habe es gerade richtig gefühlt, weil ich das so oft erlebe, dass ich nach Hause komme und K.O. bin und dann einfach also wenn ich auch aktiv drüber nachdenke, nehme ich jetzt ein Buch oder setze ich mich jetzt vor einen Stream oder vor ein Video und entspanne. Und ich bin mir auch ganz oft bewusst oder weiß, dass mich das eigentlich nicht entspannt,
habe dann aber aufgrund dieser Erschöpfung einfach gar nicht mehr die Ressourcen, da noch was anderes zu machen. Und ich glaube, das ist sehr zentral in unserer Gesellschaft oder auch was viele junge Menschen erleben, dass durch diesen ganzen Leistungsdruck und sowas, das ist jetzt natürlich nochmal ein ganz anderes Problem, so eine krasse Erschöpfung einhergeht, dass man zwar immer wieder versucht, irgendwie nachhaltig zu sein und nachhaltig zu denken und trotzdem irgendwie dann vielleicht an sowas scheitert, ne? Dass man da einfach auch in alte Muster fällt. Und ich meine, genau dafür wollen wir ja Klimafasten, um uns wirklich mal die Zeit bewusst zu nehmen, zu sagen, okay, ich schaue jetzt einen Monat lang mal, was kann ich da jetzt eigentlich dran schrauben? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir besser geht, dass ich was zurückgebe, dass ich ja, fürs Klima, für die Umwelt was tue, für meine Mitmenschen, wie auch immer man sich das Klimafasten vorstellt für sich. Ja, finde ich ganz wichtig, das im Blick zu behalten. Und wo ich schon... Finde... Ja, erzähl. Nee, vielleicht kurz nur diesen Punkt, den du als Nebenschauplatz aufgemacht hast, der aber eben wirklich ganz, ganz stark verbunden mit diesem Thema Konsum ist, ist eben der, dass wir in einem unglaublichen, du hast es, glaube ich, gerade Leistungsdruck oder Arbeitsfetisch, oder wie auch immer wir es nennen wollen, auf jeden Fall dieses die ganze Zeit mehr oder weniger produktiv sein zu müssen und dann aber nicht mehr entspannen zu können zwischendrin und dann nur noch abends beispielsweise, um sich auszuruhen und am nächsten Tag wieder um 8 Uhr auf der Matte zu sein beispielsweise. Das ist was ganz Spannendes. Also auch, dass wir tatsächlich sowas wie dann Yoga oder Meditation deswegen praktizieren, nicht weil wir wirklich gucken wollen, mal ein bisschen Päuschen zu machen, mal ein bisschen zu entschleunigen, wie auch immer, Resonanz in unser Leben zu bringen, auf jeden Fall das Potenzial dessen, sondern dann eben das machen, um eben am nächsten Tag wieder arbeitsfähig zu sein, leistungsfähig zu sein. Das ist was ganz Spannendes sozusagen. Das heißt, es hängt wirklich unmittelbar zusammen und deswegen würde ich auch Arbeitskritik anbringen und sagen, so glaube ich, können wir nicht lange leben. Das ergibt keinen Sinn. Gleichzeitig nochmal dein Disclaimer von vorhin in Erinnerung rufen. Mir geht es nicht darum, dass am Ende alle so leben, wie ich es vielleicht jetzt hier so ein bisschen versuche zu skizzieren, zu gucken, hey, versucht einfach das zu nutzen, was eh schon da ist. Versucht zu gucken, dass ihr und so weiter und so fort, was heute noch rauskommt im Laufe des Gesprächs, sondern zu gucken, was nimmst du mit, was kannst du da für dich behalten, was lässt du aber auch da, wo denkst du so, ach, das ist doch Quatsch, Tobi, was du erzählst. Das ist mir ganz wichtig. Eine Welt nach Bedürfnissen und Fähigkeiten heißt eine Welt, in der Menschen wirklich gucken, was braucht denn ich, was stimmt für mich, was ist das, was ich mir da rausnehmen kann und nicht einem dogmatischen Ideal nachstreben, nie irgendwas zu konsumieren beispielsweise und dann ist es irgendwie richtig und wichtig und perfekt, sondern zu gucken, genau, auch spielerisch, so wie das mit dem Klimafasten ja wunderbarerweise als Impuls reingegeben wird, was passiert denn eigentlich, wenn ich einen Monat mal dieses oder jenes ausprobiere, vermisse ich das wirklich oder vielleicht dann doch nicht und dann kann ich es weitermachen oder ich merke schon, nee, irgendwie stimmt, das hat das und das als Nachteil und den möchte ich doch nicht in mein Leben jetzt lassen, so irgendwie. Ja, das ist echt gut, dass du das sagst, war eine sehr sinnvolle Ergänzung und Weiterführung. Genau, ich war gerade noch so ein bisschen auch bei Problemen beim Teilen und weil ich glaube, dass viele Menschen, zumindest in meiner Bubble, schon irgendwie die Bestrebung haben, nicht unbedingt den Akkubohrer im Keller zu lagern. Aber ich merke selbst bei mir oder auch wenn ich mit anderen Menschen drüber spreche, dass es doch irgendwie da noch einiges zugehört zum Teilen. Und das hängt, denke ich, mit so mehreren Faktoren zusammen. Ich denke halt erstmal, ich muss sowieso von der Passivität, die ich vielleicht im Alltag eher habe, weil ich in meiner Freizeit irgendwie mich dringend ausruhen muss, in dieses Aktive kommen. Das kostet Anstrengung, das kostet vielleicht auch Zeit und eventuell brauche ich auch Raum. Genau, und dann auch irgendwie so ein bisschen hängt das ja auch viel mit Angst, Konkurrenz und also Verlustangst auch zusammen. Ne? Wenn ich was teile, dann kann ich das ja vielleicht nicht gleichzeitig nutzen oder es geht dann vielleicht kaputt. Ja, wie kann ich das in meinem Alltag gut praktizieren? Also ich denke jetzt halt an unsere Studierenden, an SchülerInnen, an junge Menschen in der Ausbildung oder ja, wie können die gut in ihrem Alltag mehr teilen oder das organisieren für sich? Hast du da Ideen? Ja, das ist sehr spannend. Da steckt jetzt eigentlich viel drin. Ich versuche nur auf 2, 3 Punkte einzugehen. Zum einen, wenn das Grundproblem ja ist, dass ich irgendwie gar keine Kraft mehr habe nach meinem normalen Alltag, indem ich an der Uni hocke oder irgendwie Schule oder wo auch immer eben im Rahmen vormittags bis mittags bis nachmittags irgendwie einer Sache nachgehe, wo ich vielleicht sogar, wenn ich ehrlich bin, in manchen Fällen merke so, eigentlich ist das gar nicht meins. Aber ich mache das, weil Mama und Papa das gesagt haben, weil meine LehrerInnen das gesagt haben, das müsste ich doch jetzt so machen. Das heißt tatsächlich grundlegend auch fragen,
ist das wirklich das, was ich beitragen möchte? Ist das wirklich das, was ich in die Welt bringen möchte? Ist das wirklich das, was mir liegt, was mein Talent ist, meine Berufung, mein Potenzial, wie auch immer ich es nennen möchte? Und dann vielleicht tatsächlich sogar manchen Punkten eine Absage zu erteilen und zu sagen, nee, das passt nicht zu mir. Und das Seminar beispielsweise lasse ich jetzt doch mal ausfallen, weil es irgendwie, ja, das war eine tolle Beschreibung damals, aber irgendwie, wie es jetzt in echt ist, das passt gar nicht zu mir. Und bevor ich mich jetzt da durchquäle, mache ich eben lieber im nächsten Semester was und hänge vielleicht sogar noch ein Semester dran am Ende des Tages oder des Studiums sozusagen, bevor ich mich jetzt hier irgendwie durchquäle und dann eben abends immer wieder ganz kaputt bin und gar nicht Möglichkeiten habe, mich da zu entfalten, zu gucken, wie kann ich da beispielsweise mehr ins Teilen gehen, also die Zeit auch habe. Tatsächlich mein Dreiklang, den ich immer wieder anbringe, und der gilt im Grunde auch für Studium, Ausbildung und Schule, wenn ich Arbeit nenne an der Stelle, das würde ich nämlich gleichsetzen, ist der Punkt, geldfreier zu werden, bedeutet arbeitsfreier zu werden. Und arbeitsfreier zu werden bedeutet, mehr freie Zeit eben zu haben. Und wenn ich mehr freie Zeit habe, kann ich gucken, ja, was ist denn wirklich mein Talent? Was ist denn wirklich meine Berufung? Was möchte ich denn wirklich beitragen? Und das ist was ganz Entscheidendes eben, jenseits von irgendwie Leistungsdruck, von Konkurrenz, von dich durchsetzen müssen, wie oft ja im Uni-Alltag doch auch passiert, durch Klausuren, durch wie auch immer noch an Prüfungen, zu gucken, dass ein Mensch da immer wieder gut performt und dann natürlich davon ausgelaugt wird. Das ist so der eine Punkt. Das heißt auch manchmal tatsächlich, und das ist ja das Spannende, das sehen wir auch in der Bundjugend, das sehen wir bei Janun, das sehen wir bei Attac, bei Greenpeace, bei allen Möglichkeiten, sich irgendwie zu engagieren, passiert das sozusagen additiv, also zusätzlich zu der normalen Arbeit, ne? Was auch immer das eben sein mag, Ausbildung, Schule, eben wirklich in Anführungsstrichen Lohnarbeit oder eben auch Studium. Und wenn das mal stressig wird, diese Arbeit, dann höre ich auf mit meinem Engagement, dann bin ich da nicht mehr so zuverlässig, dann komme ich nicht mehr jede Woche zum Plenum, sondern nur noch alle 3 Wochen, irgendwie, vielleicht, überhaupt, und bin auch unzufrieden und wie auch immer. Und da dann tatsächlich zu sagen, hey, lass uns versuchen, da arbeitsunabhängiger zu werden, lass uns versuchen, da weniger zu machen, zu gucken, was brauchst du da wirklich? Und klar, bei Schule, huiuiui, ist natürlich ein heikles Thema, aber dafür bin ich gerne da, auch Dinge anzusprechen, die vielleicht ein bisschen provokant sind, mit beispielsweise Fridays for Future und dem bewussten Aussetzen des Freitags im gewissen Maße, das Schwänzen, das Sagen, hey nein, ihr verzockt hier unsere Zukunft und ich muss mich einfach engagieren, manchmal auch in meiner angeblichen Arbeitszeit sozusagen, gesellschaftlich betrachtet, ist ganz entspannt und auch ganz wichtig, wie ich finde. Es gibt noch vieles zu sagen, vielleicht noch der letzte Punkt, der mir entspannt. Wichtig ist, nochmal deutlich zu machen, dass erstmal es sich anhört wie, oh, da muss ich irgendwas aufgeben, da wird mir vielleicht was genommen, wenn ich jetzt beispielsweise dieses oder jenes teile, vielleicht weil es am Ende auch kaputt zurückkommt oder. Und tatsächlich, klar, da gibt es auf jeden Fall noch einige Herausforderungen, Probleme, definitiv. Nur, weil wir eben anders sozialisiert und geprägt sind. Also wir sind aufgewachsen in einer Gesellschaft, in der wir das nicht kennen, dass wir miteinander teilen. Und das jetzt eben zu üben, braucht noch ein bisschen Zeit, bevor das so irgendwie reibungslos funktioniert. Ich würde aber sagen, und das ist im Grunde wirklich meine grundsätzliche Haltung, lass uns versuchen, Methoden zu finden, spielerisch daran zu gehen, dass es immer besser uns gelingen mag, auch innerhalb eben struktureller Zusammenhänge, die das eher verunmöglichen, schwierig machen, nachhaltig zu handeln. Trotzdem sich aufzumachen und zu sagen, los geht's, wir versuchen es einfach, da optimistisch auch ranzugehen und vor allem hoffnungsvoll. Das heißt nicht, dass es am Ende funktioniert, aber wenn wir es gar nicht jetzt ausprobieren, kann es auch nicht funktionieren. Das ist ganz einfach möglich, statistisch so klar zu machen. Kurz und knapp also, einfach nochmal diese Erkenntnis, die ich auf jeden Fall für mich seit mittlerweile gut 10 Jahren eigentlich erkennen darf, seitdem ich irgendwie wirklich, wenn wir so sprechen wollen, radikal alles teile letztendlich. Der Punkt, am Ende ist viel mehr da. Und das ist ganz interessant, wie ich finde. Also ich habe eben eine ganze große, wunderbare Werkstatt zur Verfügung, aber es ist nicht meine. Aber das muss ja auch gar nicht meine sein. Es ist doch viel toller, wenn andere auch noch da sind und die dann irgendwelche Skills mir weitergeben, weil da ist ein Schreiner, eine Architektin, was auch immer noch sozusagen, die mir dann in der Werkstatt helfen kann und sagt, ey, Tobi, hast du so schon mal geguckt? Und wenn ich da in meiner eigenen Butze versuche, mit meinen 2 halben Bohrmaschinen irgendwie zurechtzukommen, das macht auch viel mehr Kreativität, viel mehr Kommunikationsmöglichkeiten, viel mehr eben auch gestalterische Kraft, als statt nur immer konsumieren zu müssen. Auch eben ganz grundsätzlich, dass ich beispielsweise Möbel dann nicht einfach nur kaufe und zack, dann nach 2 Jahren wieder, weil sie kaputt gegangen sind, neu ersetzen muss eben, sondern indem ich Betten selber baue oder. Mit anderen gemeinsam, aber auch da eine ganz andere Wertschätzung natürlich drin liegt, auch ein ganz anderes Empowerment sozusagen, ein ganz anderes, wow, ich kann die Welt gestalten und ich kann mich selbst der Welt gestalterisch hingeben. Ja, das klingt sehr inspirierend.
Ich habe neulich bei mir im Haus ein Verschenkregal eingebaut. Wir haben auf so einer Treppenstufe so ein kleines Fensterbrett und ich hatte das auch bei einer anderen WG gesehen und war so, Mensch, eigentlich, ne, du kannst in deinem eigenen Haus auch schon irgendwie was machen. Also bisher noch nicht so groß angenommen, weil das ein Mehrgenerationenhaus ist und ich glaube, da bräuchte es vielleicht noch ein bisschen Gespräche darüber, was das ist und warum das da jetzt steht, was es soll, weil ich auch schon woanders gesehen habe, dass manche davon überfordert waren oder es dann weggeschmissen haben, weil sie sich gedacht haben, wie, was steht denn das hier rum, das braucht ja eh keiner. Und Ja. ich glaube, das ist halt auch wichtig, sowas dann immer zu kommunizieren und es im Blick zu haben, wie, was ist überhaupt mein Umfeld, wie kann ich das in meinem Umfeld aktiv gestalten, wie lebe ich eigentlich, ne? Du hast jetzt da dein kollektives Haus. Ich weiß nicht, wie ich es schreiben soll. Ich aus studentischem Sein kenne halt viel Leben in WGs. Ja, viele SchülerInnen wohnen noch zu Hause. Da ist es vielleicht nochmal was anderes, wie man sowas einrichten kann. Ob man da vielleicht bei sich in der Straße was findet oder vielleicht auch ein Verschenkregal selber bauen kann, mal bei der Stadt nachfragen kann oder so, ob man sowas aufstellen kann. Mit der Bund Jugend zusammen oder so. Ja, man kann da durchaus, denke ich, kreativ werden. Ja, definitiv. Ja. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist eben die Erfahrung, die du ja auch selbst gemacht hast, dass Sachen sozusagen initiiert werden müssen und dann auch wirklich im gewissen Maße etabliert und präsentiert. Das heißt, wenn ich einfach nur irgendwo Müll, in Anführungsstrichen, was erstmal vielleicht für andere so aussehen mag, die das noch nicht kennen, hinlege, dann ist das natürlich verwirrend und wird nicht angenommen. Wenn ich das aber zum einen schon mal gut in Szene setze und darüber hinaus vor allem versuche zu kommunizieren und das nicht nur irgendwie über einen Plakat, sondern auch im direkten Kontakt. Durch Corona natürlich gerade erschwert, Klammer zu, aber durchaus eben versuche mit Menschen dann vielleicht beispielsweise mal auf der Straße, in der ich gerade wohne, ein Schenkfest zu machen, wo Menschen schon mal mehr diesen Gedanken verstehen, wo mit Foodsharing beispielsweise gemeinsam gekocht wird und alle was essen können, gemeinsam irgendwie musiziert wird, darüber hinaus vielleicht sogar die Möglichkeit ist eines Open Space, wo Menschen die Möglichkeit haben, ihre Workshops einzubringen und gar nicht groß, sondern einfach mich beschäftigt gerade die Frage oder irgendeinen Mensch, der sagt, ja, ich habe das möchte ich gerne einbringen und teilen. Und dann auf einmal das gelebte Praxis wird da auf jeden Fall schon mal viel, viel mehr erfahrbar. Und dann auch so einen, ah ja, lass uns doch auch vielleicht bei uns im Haus, im Treppenflur, wie auch immer, da am Balkon, am Fensterbrett, ein bisschen das, was wir nicht mehr brauchen, teilen miteinander. Und das dann irgendwie viel deutlicher ist und viel klarer. Was meint das jetzt überhaupt? Was bedeutet das? Und ach ja, da ist ja die Kira. Jetzt verstehe ich, was das alles sollte. So, ne? Das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes. Ja, voll. Ja, spannend. ja, genau. Also eingeschränkter Handlungs- und Wirkungsraum von SchülerInnen ist wahrscheinlich nochmal irgendwie was gerade sowieso irgendwie Thema ist für die in ihrem Leben. Genau. Und was ich mich noch gefragt habe, ist, wie machen wir das mit sozialem Druck? Weil, also ich glaube, das ist ja, generell für viele junge Menschen irgendwie ein Ding oder beziehungsweise nicht, also nicht nur junge Menschen, sozialer Druck ist, glaube ich, immer ein Ding. Was ich, wenn ich an mich, wenn, als ich jünger war, zurückdenke, ja, man möchte ja auch das und das haben und zeigen, so dieses Konsumieren, haben und sein, was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, ist, denke ich, noch irgendwas, was mir so im Kopf rumschwebt. Wie ich so mit sozialem Druck umgehe, weil ich kann ja noch so kreativ und schöne Gedanken haben, wie ich das machen soll. Und wenn aber mein Umfeld mir spiegelt, sag mal, was bist du denn für ein verrückter Vogel, bin ich vielleicht irgendwie gehemmt, das dann so in dieses Aktivwerden zu kommen. Ja, muss ich mir ein anderes Umfeld schaffen? Einfach zur Bund Jugend gehen, da sind ganz viele verrückte Vögel. Oder ich weiß nicht. Also. Das ist schon ein Punkt. Also ich würde ihn unter dem Begriff bildet Banden so zusammenfassen. Also tatsächlich zu gucken, genau, was tut mir denn gut? Wo kann ich denn eventuell im gewissen Maße ideell Anschluss finden und merken, so, ah ja, das stimmt, das ist irgendwie so, wie ich mich auch fühle, wie ich mich auch irgendwie versuche in die Welt einzubringen. Und das natürlich einfacher ist, auch mit Menschen beispielsweise bei der Bundjugend oder bei irgendwelchen anderen NGOs, Vereinen, wie auch immer, mal mit denen gemeinsam dann zu gucken, ah ja, fühlt sich ja stimmig an für mich oder hier, brauchst du noch was anderes, okay. Ich habe tatsächlich auch damals bei Janun angefangen, letztendlich bei Greenpeace Jugend, bei ATTAC, bei verschiedenen anderen NGOs und Initiativen und habe dann einfach sogar irgendwann gesagt, ah ja, okay, jetzt habe ich viel Erfahrung gesammelt nach einem Jahr in verschiedensten
Richtungen und habe dann eine eigene NGO gegründet, einfach weil ich gesagt habe, oh okay, da fehlt mir irgendwie das oder hier ist noch das zu wenig angeblich für mich. Und dann habe ich eine eigene gegründet und dann kamen Menschen und dann hat das geklappt. Also sowas zum Beispiel ist auch, glaube ich, ganz wichtig sozusagen, dass du natürlich auch selbst wirklich was gestalten kannst. Und die Bundjugend ist da ein großartiger Anfang und kann für einige auch sein, dass sie sich da super, super so wohlfühlen und dann auch jahrelang da aktiv sind. Das ist ja fantastisch einfach, wenn sie da loslegen. Ja, definitiv. Ich glaube, zum Thema sozialer Druck ist natürlich viel zu sagen. Ich möchte vielleicht Albert Schweitzer an der Stelle, der mir unglaublich geholfen hat, vor mittlerweile so ungefähr gut 15 Jahren, den ich lesen durfte, so eine Biografie von ihm, die er selber auch geschrieben hat, aus meinen Kindheits- und Jugendtagen heißt das. Und da heißt es ungefähr, was die Erwachsenen uns Jungen oder den jungen Leuten mitzugeben haben, ist nicht, ja, ja, das Leben wird schon unter euren Idealen aufräumen, sondern wachset in eure Ideale hinein, sodass das Leben sie euch nicht nehmen kann. Für mich ist das so ein unglaublich wichtiger Spruch, der mich bis heute begleitet, klarzukriegen, genau, los geht's, wir können die Welt verändern. Und vor allem nicht irgendwie dieses, das war schon immer so, so ist es normal, natürlich notwendig, das geht eh nicht anders, dem keinen Raum zu lassen und zu sagen, ich probiere es einfach mal. Wer weiß, vielleicht klappt es ja auf einmal doch, nur weil andere Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes und dementsprechend eben mit anderen sich aber zu organisieren. Alleine können wir die Welt nicht retten. Wow. Ziemlich schöne Worte, die du da gefunden hast. Ja, unbedingt. Und vielleicht, um das nochmal in eine Geschichte einzubetten, als ich glaube, war letztes Jahr witzigerweise sogar im Hannover, Laatzen, war ich an einer Schule eingeladen, 150 SchülerInnen waren da abends. Und eine Schülerin hat dann sich gemeldet und meinte so, ja Tobi, ich merke schon so mit meinem Jutebeutel und mit dem irgendwie gebrauchten Klamotten, das ist nicht leicht. Und da fand ich erstmal so, wow, was für ein Mut sie hat, hier irgendwie vor 149 anderen SchülerInnen, das jetzt sozusagen auch mit dem Vegan sein und so weiter und so fort. Und genau daraufhin erzählte ich ihr von dieser, ja, von dem Gedanken, den ich damals von Albert Schweitzer mitnehmen durfte und merkte so, es gibt ganz schön viele wunderbare Menschen und das ist vielleicht der letzte Punkt an der Stelle. Lasst uns miteinander versuchen zu kommunizieren, unsere Sehnsüchte, unsere auch Herausforderungen und dann Struggle, unsere, von mir aus auch Weltschmerz, wie auch immer du es nennen möchtest, die Herausforderung so, ey, was geht hier eigentlich gerade ab? Weil wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ziemlich performen, irgendwelche Rollen annehmen, die heißen, ja, mir geht's ja gut so, wie es mir geht und ist doch alles fein. Wenn ich aber mal wirklich ein bisschen tiefer reingehe, merke ich so, möchte ich das wirklich so? Und das ist was ganz Spannendes, wie ich finde, da dann mal hinzugucken und zu sagen, nee, vielleicht eigentlich nicht. Also lasst uns gemeinsam andere Wege gehen. Wow. Ich glaube, das sind tatsächlich sehr inspirierende und spannende Abschlussworte. Ich hoffe, dass da einige gerade genauso wie ich so einen Drang spüren, sofort aktiv zu werden und kreativ zu werden und sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich dazu beitragen, dass meine Umgebung nachhaltiger wird, mein Konsum nachhaltiger wird oder Menschen in meiner Umgebung dazu anregen, darüber nachzudenken oder mich dabei zu unterstützen und unsere Region da vielleicht auch voranzutreiben. Wie kann ich da lokal was bewegen? Ich glaube, da waren jetzt schon einige kreative Ideen dabei. Schön, richtig schön. Wunderbar. Ja, danke dir herzlichst. Vielleicht noch ein Abschlussgedanken, um auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen, der ja aufkommen kann. So ein bisschen sich deutlich zu machen, die Probleme nicht zu individualisieren. Nicht zu sagen, ich kann jetzt sofort hier und jetzt alles ändern, sondern mit anderen Menschen gemeinsam sich auf den Weg zu machen, gestalterisch sich der Welt sozusagen hinzugeben und zu sagen, ich werde jetzt hier aktiv und nicht irgendwie daran zu verzweifeln, wenn dann der Apfel irgendwie dann bio, aber doch aus Neuseeland kommend und auch wie, dann bin ich die ganze Zeit nur dabei, irgendwie im Supermarktregal zu gucken, was ist jetzt das wenigst Schlimmste. Das allerwenigst Schlimmste ist übrigens, das zu nutzen, was eh schon da ist, eben vorhanden ist, sinnvoll zu nutzen über Foodsharing oder andere Möglichkeiten. Also sich da so ein bisschen auch den Druck rauszunehmen, zu gucken, okay, was ist denn jetzt gerade wirklich wichtig? Was ist denn jetzt gerade wirklich dran? Und dann eben zu sehen, boah, wenn ich jetzt beispielsweise, nur ein Ding zu nennen, wenn ich gerade beim Thema auch Ernährung anschaue, mich so Thema vegan, wenn ich mich vegan, also rein pflanzlich ernähre, dann hat das eine unglaubliche Auswirkung sozusagen an CO2, die eingespart wird, nicht nur an Tiere, die dann noch weiter großartigerweise lebendig sein dürfen, an Regenwald, was nicht abgeholzt wird und.
das sich deutlich zu machen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig sozusagen. Ob es dann am Ende sozusagen immer der perfekte Bio-Apfel ist oder wie auch immer, ne, an dem wir uns sehr gerne dann aufhängen, ist, wenn wir so global größere Dinge über den Tellerrand hinausschauen und uns angucken, vielleicht was ganz viel Spannenderes. Auch eben, um nur zwei Punkte noch zu nennen, um so sich selbst zu reflektieren. Wir haben natürlich einen direkten Wasserverbrauch. Es ist gut, wenn wir irgendwie beim Zähneputzen den Wasserhahn ausmachen. Warum müssen wir denn da die 5 Liter noch weiterlaufen lassen, beispielsweise bei den 3 Minuten Zähneputzen? Am Ende aber ist doch vielleicht viel entscheidender zu gucken, was steckt in den Produkten drin, die ich so konsumiere, kurz und knapp. Das virtuelle Wasser in einem T-Shirt, rund 2000 Liter, die da drin stecken. Oder die graue Energie, also das sozusagen Pendant zu virtuellem Wasser, nicht nur einem direkten Wasserverbrauch, sondern auch einem indirekten Wasserverbrauch. Ebenso bei Energie, nicht nur ein direkter Energieverbrauch dieses Endgeräts, wo wir jetzt gerade reinsprechen, sondern auch einen indirekten Energieverbrauch durch Herstellung, Produktion, Entsorgung und so weiter und so fort in dem ganzen Lebenszyklus dieses ja, technischen Geräts im Grunde, wie viel da schon drinsteckt an Energie überhaupt und zu gucken, genau, wie kann ich das, was eh schon da ist, am besten nutzen und ich immer mal wieder neue Nachfrage schaffen, finanziellerseits für ein Angebot, was eh schon in Hülle und Fülle da ist. In dem Sinne vielleicht auch nicht lange schnacken darüber, sondern es am Ausprobieren. Und da ende ich vielleicht mit Living Utopia. Wir haben das Motto, not just talking about Utopia, but living Utopia. Nicht nur über Utopien schnacken, sondern sie